Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Wings of Liberty. Wir sind auf dem Planeten Char und gehen direkt zu den Missionen. Ich habe das Gefühl, das Spiel endet dann bald. Dank Ihnen haben wir unsere Landezone sichern können, Commander. General Warfield meint, dass unter den gegebenen Umständen ein Angriff auf den primären Zergschwarm Selbstmord wäre. Deswegen brauchen wir ein Ablenkungsmanöver, das die Zerg-Streitkräfte beschäftigt und uns die Gelegenheit verschafft, die wir brauchen. Alles klar, ein Ablenkungsmanöver. Kannst du kriegen. Mission starten. Weißt du, ich hab nachgedacht. Das macht mir mehr Angst als die Zerg. Wir müssen diese Nydos-Würmer ausschalten, bevor wir den Hauptschwarmstock angreifen können. Wenn die Zerg, wann immer sie wollen, aus dem Boden schießen können, ist das unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden nicht gerade förderlich. Wir könnten Sprengladungen anbringen. An den richtigen Stellen gezündet, könnten sie das ganze Nydos-System mit Lava überfluten. Was meinen Sie, General? Gefährlich. Könnte aber funktionieren. Das größere Problem sind aber immer noch ihre Flugeinheiten. Selbst wenn wir mit unseren Truppen vorstoßen könnten, wären sie ständigen Luftangriffen ausgesetzt. Irgendwelche Vorschläge? Die Aufklärung zeigt, dass 80% der Zergflieger auf einer verseuchten Plattform in niedriger Umlaufbahn ist. Wenn wir die vernichten, haben wir die Lufthoheit. Verflucht, wenn die Plattform so wichtig ist, warum jagen wir sie nicht einfach hoch? Die Nester sind tief in der riesigen Plattform eingegraben. Detonationen an der Oberfläche reichen also nicht. Wir müssen mit einem Einsatztrupp landen und den Job von Hand erledigen. Ihre Entscheidung, Rainer. Wir müssen die Plattform angreifen, weil die Lufteinheiten, allein nur der Brutlord und die Mutalisten, wir haben keine starken Lufteinheiten. Wir müssen die auslöschen. Okay, wir können uns um die Nydos-Würmer kümmern, sobald sie an die Oberfläche kommen. Aber ohne Luftunterstützung haben wir keine Chance. Die Plattform muss weg. Wir sind extra hier runtergekommen, nur um jetzt wieder ins All zu fliegen. Ich wünschte, ich könnte mit Ihnen gehen. Machen Sie in die Hölle, Heinz Rainer. Die Zergflieger nutzen diese alte Orbitalplattform als Operationsbasis. Eigentlich besteht sie aus verschiedenen kleineren Plattformen, die in geostationären Orbit zusammengesetzt wurden. Die Nester sind zu tief im Boden. Ein Bombardement könnte nicht wirklich etwas ausrichten. Die Gegend jedoch mit Bodentruppen zu säubern, könnte verlustreich sein. Adjutant, was hält das Ding im Orbit? Wird es mit Energie versorgt? Positiv. Normale Anzeigen weisen auf eine extreme Hitze, die von den Plattformen ausgestrahlt wird. Die Kerntemperatur wird durch eine Reihe Kühltürme stabil gehalten. Sie sind trotz der Zeitverseuchung noch funktionstüchtig. Perfekt. Das ist doch genau das, was wir gesucht haben, General. Wir landen also auf der Plattform und zerstören die Kühltürme in jeder Sektion. Das wird zu einer Kernschmelze der Reaktoren führen und die Zerg sind erledigt. Ausgezeichneter Plan. Sie haben Ihre Berufung verfehlt, Rainer. Sie hätten einen hervorragenden Offizier abgegeben. Ich denke, ich bin genau da, wo ich hingehöre, General. Jetzt lasst uns loslegen und diese Plattform in die Luft jagen. Kerrigan wird uns keine zweite Chance lassen. Alles klar, los geht's. Dann werden wir jetzt schön die Plattform zerstören. Zwischen Himmel und Hölle. Machen wir die Plattform kaputt. Dann haben wir nämlich keine Probleme mehr mit Lufteinheiten. Und die Nydos-Würmer. Das kann da schlimmstenfalls rauskommen. Zu viele Zerglinge. Schaben. Hydralisten. Ultralisten. Verseuche. Würden wir alles wegkriegen mit unseren Belagerungspanzern. Und unseren Space Marines. Deswegen finde ich das jetzt nicht wirklich schwer. Aber die Lufteinheiten, was haben wir denn gegen Luft? Diese Kampfflugzeuge da. Dann die Vikings. Und die großen Flotten. Das war's. Nee. Das geht so nicht. Wir müssen die Lufteinheiten zerstören. Und das werden wir jetzt tun. Was nicht passt, wird passend gemacht. Thank you.
Sir, ich führe einen Scan durch, um die Position aller Türme orten zu können. Da ist ein Turm. Fertig. Ich markiere die Turmkoordinaten auf Ihrer Karte. Okay. Also die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Verdammt, Jimmy. Das brauchen wir. Das bewegt sich hier ja alles. Sobald wir diese Kühltürme in die Luft gejagt haben, wird hier alles hochgehen und sowieso nichts mehr übrig bleiben. Genau. Wir brauchen jetzt erstmal hier ein Waffenlager. Und die zwei gehen dahin. Der geht auch gleich hin. Ein bisschen mit Grün sammeln. Mühle haben wir. So, noch ein paar. Oh, oh, oh. Ich hab grad geleckt. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe machen wir das hier. Ach, die können ja auch dadurch kommen, ne? Scheiße. Machen wir doch hier ein Tischlabor. Da brauchen wir auch einen Bunker. Hier brauchen wir auch einen Reaktor dran. Du gehst dann wieder arbeiten. Ja. Nein, du baust uns dann erstmal noch ein Versorgungsdepot hier. Und dann gehst du arbeiten. So, da machen wir jetzt erstmal Angriff. Von Schiffswaffen. Erweiterung fertiggestellt. Boom, mein Verlagungsbotter, wir haben nicht genug Grün. Müssen wir erstmal noch eine Raffinerie hier bauen. Und noch zwei BBFs. So, nochmal das. Nochmal das. Jetzt können wir die vier da rein tun. Worauf soll ich ballern, Sir? Die vier da rein tun. Kommt noch was? BBF bereit. Erweiterung fertiggestellt. Erweiterung fertiggestellt. Ist so. Ist so. Und vier Space Marines. Belagerungspanzer brauchen wir. Immer noch zwei BFs, muss ja alles ein bisschen schneller geht. Wir brauchen mehr Grün. Noch zwei BFs, eine Mule. Jetzt geht's rund. BBF einsatzbereit. So. Ach wirklich? Jetzt brauchen wir erstmal noch ein. Pass mir da einen hin, da einen hin und da einen. Gehst wieder arbeiten. Ich bin schon unterwegs. So. Durchgeladen und entsichert. So, dann läuft es doch alles hier ein bisschen. Hier Damage. Hier Damage. Nehmen wir noch einen. Nehmen wir noch einen Viking. Zwei Vikings. Aufgedankt und einsatzbereit. Vorwärts! Ich walz alles platt. Belagerungsmodus. So, jetzt dürfte da erstmal keiner mehr durchkommen. Sie wünschen. In Bereitschaft. Upgrade durchgeführt. So. Und dann machen wir auch Chef Defense einen hoch. Kreuzer einsatzbereit. Ja? Ach wirklich? Was ist los? Jetzt wird
Eigentlich kann ich doch eigentlich, wenn ich die unsichtbar mache, darüber fliegen, oder? Nee, kann ich nicht. Ja, Commander. Kann ich nicht. Ich brauche mal hier einen Scan. Warte. Was liegt denn hier alles? Mit dem Weg. Ein Turm. Und das war's. Da hinten ist theoretisch noch einer. Da ist einer. Aber da ist nur ein Turm. Also Yamato kann. Und nun? Na komm, mach den kaputt. Sauber. Wird gemacht. Dann lasst uns mal loslegen. Paar Banshees. Jetzt kann ich. Oh, da steht doch kein Bauer. Steht denn da kein WBS? Ja, ja. Noch ein paar WBS bauen. Und eine Mule. Jetzt unsichtbar machen und ab die Post. Sollte der uns eigentlich nicht mehr sehen? Oh, scheiße. Commander, es wäre am besten, von diesen Tunneleingängen fernzubleiben. Den Sensoren zufolge sind sie zum Bersten voll mit Mutalisken. Verstanden. Transformationssysteme optimiert. Sehr schön. Natürlich. Das war knapp. So, jetzt schauen wir erstmal hier. Was nicht passt, wird passend gemacht. Da brauche ich eigentlich nur auf Angriff zu gehen. Weil die hängen ja sowieso in diesem. Melde mich so, zurück. Da hat genug Energie gekommen. Schon erledigt. Geht klar. Gut. Lass die. Nein. Wupp. Rückzug. Waffen bereit. Dann lasst uns mal loslegen. Upgrade durchgeführt. Ja? Das ist jetzt blöd, ja. Kann man hier schon wieder bauen? Pro Vikings. Hells Angels. Hier jetzt Angels. Jetzt wird geplündert. Wird gemacht. Die fliegen dann mit. Bin gleich da. Bin für die Schlacht geboren. Was ist das? Kann man die so nehmen? Ja. Bereit für den Krieg. Gewagt. Schon erledigt. So, jetzt habe ich Overs hier weg. Das kann man mit unsichtbaren Treppen gehen. Der Reaktor überhitzt. Weg hier! Raus da, Sir. Bin gleich da. Bin schon unterwegs. Bin unterwegs. Uah. Was ist los? Oh, 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 oh. Hier, jetzt macht's gleich Bumm. Na? Nö, nee, mach nicht Bumm. So, jetzt brauchen wir noch hier von den Omega. Ne? Jetzt mach ich Bumm. Die Plattform wird jeden Moment explodieren. Ups. Sie geht hoch. Bringt euch in Sicherheit. Ups. Kaputt. Oh, leck. Da liegt jede Menge Grün, also ab geht's, Bauer. Da, da,
zurück. Von mir aus. Da liegt was Pingas, das muss ich mir holen. Sehr gut. Das ist nämlich Raumjäger. Was haben wir da hinten? Ich orte Anzeichen schwerer Luftverteidigung auf dieser Plattform. Ein Vorstoß am Boden wäre empfehlenswert. Okay, Luftverteidigung. Am Boden. Alles klar. Also Space Marines ohne Ende. Einmal Defense und einmal Angriff. Okay. Und mehr Versorgungsbus. Bauen wir mal hier. Versorgungsbus, da, da. Dann geht ihr wieder arbeiten. So. Auf dieser Plattform befindet sich starke Bodenabwehr, Sir. Was brauche ich denn, um dahin zu kommen, wenn ich so schräg fliege? So schräg fliege, habe ich was im Weg? Hier nichts. Da den einen Overseer. Und da den einen Turm und da den Turm. Die zwei Türme, der Overseer und der Overseer. Alles klar. Ich wechsle. Und da habe ich natürlich Base stehen. Alles klar, dann holen wir uns hier erstmal Belagerungspanzer. Auf die Post. Hammer Securities. Zeit auszurücken. So. Nutz, melde mich zurück. Mineralienfeld erschöpft. So, ihr kommt auch noch mit. Schießen Sie los! Ja? Hier komm ich! Schon erledigt. Wollen wir hier diese Maschinen laufen. Betriebenen Wings. Im Anflug. Ja. So. Bereit machen, Jungs! Bin ganz öff. Das ist meine Lufteinheitenarmee. Nein! Ups! Ab, du fest. Warum nicht? Alle noch heil, alle noch heil. So, und jetzt auf Belagerungspanzer gehen. Ich walz alles platt. Unbedingt. So, und dann werden wir jetzt erstmal diesen komischen Haufen da zerstören. Oh, hier muss ich ganz lang. Ja, Sir! Gleich krass! So, noch. Besser nichts bauen. Theoretisch noch eine Kaserne bauen, tue ich aber nicht. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Kommt noch was? So, hier geht dann wieder im Normalmodus. Dann haben wir hier auch noch eine Base. Guck mal da unten noch durch. Nö. Geil. Nur hier das. Nur hier das, Steffen. Okay. Das geht. Okay, gut zu wissen. Wir müssen hier lang und da unten lang. Unterwegs! Okay. Und hier geht's dann wahrscheinlich lang. Da oben geht's dann zu dem anderen. Rock'n'Roll! Mach ich! Los, los, los! Positiv! So, dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Rollen wir los! Definitiv! Gleich, gleich!
Sauber. So, jetzt muss ich meine Einheiten da wieder hinschicken. Und noch Versorgungsdepots. Da. Und dann da. Gehst du wieder dran. So. Auf Empfang. Mineralienfeld erschöpft. Melde mich zurück. Bestätigt. Was ist los? Auf das Ding. Laut und deutlich. Schon erledigt. Sag weg. Mayday, Mayday. Das Ding ist auch weg. Boah, wie viel davon ist? Gut. Scheiße. Ja, Commander. Na komm. Komm, hau mal das Ding weg. In Ordnung. Einwandfrei. Tarnmodus aktiviert. Und dann haben wir das Ding auch kaputt. Nur blöd, erstmal da stehen. So, jetzt kann man mir hier das und das holen. Und das. Er geht dann hier auch zu den Flotten wieder. So, und... Immer noch zwei Sanitäter, oder wie viele haben wir hier? Einen, zwei. Zwei Sanitäter mit und dann geht's wieder rund. Geht hier schon mal da runter. So, und bauen wir noch weiter. Angriff Upgrade und Defense Upgrade. Der Doktor ist da. Ab geht's. Verbandsgefällig? Ich kümmere mich drum. So. Mineralienfeld erschöpft. Und nun? Ach, die Aufregung. So, den haben wir zerstört. Bestätigt. Den haben wir auch. Und hier beende ich dann mal den Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von StarCraft 2 Wings of Liberty. Bis dahin, ciao!